Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sven und in diesem Video soll es so ein bisschen darüber gehen, warum ich bisher nicht in P2P-Kredite investiert habe. Ja, das hier sollte dem einen oder anderen, der sich so ein bisschen mit P2P-Krediten beschäftigt, etwas sagen. Die Plattform Mintos und was ich jetzt hier auch noch geöffnet habe, ist einmal Fondora. Ich würde mal behaupten, das sind so mit die zwei bekanntesten Plattformen. Das heißt, die sind im Verhältnis eben zu diesen ganzen kleinen, die jetzt irgendwie aus den verschiedenen Böden sprießen, doch durchaus etabliert und bestehen auch schon einige Tage und Jahre. Wieso habe ich bisher nicht in P2P investiert? Na ganz einfach, ich muss gestehen, das Ganze sieht schon sehr, sehr verlockend aus, weil dann denkt man so, ach ja, super, hier kann man sein Geld investieren. Ich habe da die Möglichkeit, attraktive Renditen von 12 bis 14% und mehr zu erhalten. Wo bekommt man das denn heute schon? Ja, das ist ja immens und wirklich Wahnsinn. Man darf natürlich jetzt nicht den Fehler machen und dann sagen, ja, hä, wie ist das denn überhaupt möglich? Weil in Deutschland kriegt doch jeder irgendwie günstig Geld und es ist ganz einfach oder relativ einfach, einen billigen Kredit zu bekommen. Niemand würde das ja machen und akzeptieren. Naja gut, das ist natürlich wieder sehr deutsch und sehr arrogant irgendwie aus der deutschen Sicht zu sagen, ja, das ist so und so. Und man muss fairerweise sagen, dass es für Menschen, die gerade im Baltikum sich bewegen, auch Ukraine, Polen etc., dass es da eben nicht die Möglichkeit gibt oder man vielleicht selber nicht so kreditwürdig ist, dass man eben leicht an so einen Kredit rankommt. Und für diese Menschen gibt es eben diese Plattformen unter anderem, weil für die es einfacher ist, dorthin zu gehen, und dann zu sagen, hier, wisst ihr was, ich brauche X Euro, leiht mir die. Und die sind happy, dass sie überhaupt eben sich Geld leihen können und dann vielleicht eine Wohnung kaufen davon, oder irgendetwas anderes. Muss man einfach, ja, ganz so sehen. Was man jetzt natürlich nicht verwechseln darf, Mintos ist jetzt nicht die Firma, die da tatsächlich auch diesen Kredit vergibt, sondern Mintos ist im Prinzip eine Plattform, die Investoren und dann den Kreditgeber am Ende, also diese ja, andere Firma, die dann noch dazwischen steht, im Prinzip zu vermitteln. Und die kriegen dann oder verdienen dann eben durch die Provision oder auch zwacken sie sich praktisch gewisse Prozente von der Rendite dann ab. Und so verdienen diese Firmen relativ vereinfacht gesagt ihr Geld. Okay, ist jetzt auch erstmal in Ordnung. Das Risiko, das ich so ein bisschen bei der ganzen Sache sehe, ist zum einen, es ist kinderleicht, also es ist erstmal kein Risiko, es ist ja positiv, aber gerade weil es so kinderleicht ist, denkt man dann auch, ja, ist ja super, da lege ich da ein bisschen Geld an und da kriege ich ja meine 12 bis 14% Rendite, ist ja mega, das kriege ich ja nirgendwo anders, das kriege ich ja auch beim Aktienmarkt nicht, wenn ich jetzt auf Dividenden vielleicht aus bin oder sonstiges. Und es funktioniert so spielen leicht. Dann gibt es dann noch Invest in Excess, glaube ich, heißt, ist das Programm von Mintos und Bondora Go and Grow, wo man dann schon gar nichts mehr auch mit den ja, Krediten mehr oder weniger zu tun hat, sondern ja, du kannst dein Geld da anlegen. Das wird so im Hintergrund eben in diese P2P-Kredite angelegt. Aber wirklich was zu tun haben, ja, habe ich damit nicht. Natürlich sind da die Zinssätze auch nicht ganz so hoch. Aber im Prinzip ist es aus meiner persönlichen Perspektive so ein bisschen. Die Risiken verschleiert, es wird irgendwie einfach gemacht und alles easy und dein Geld ist ja eigentlich sicher. Und dann gibt es solche Buyback-Garantien, die ja auch ganz nett sein mögen, ja. Und für die Psyche, also psychologisch ist das natürlich, denke ich, sinnig, dass sie dann sagen, ja, mein Geld ist ja sicher, Buyback-Garantie, ja. Aber wenn der die Buyback-Garantie eben dir gibt, pleite ist, dann hilft dir auch die beste Buyback-Garantie eben nichts. Und das ist so ein bisschen das. Ich habe tatsächlich, ja, du kriegst nirgendwo Rendite geschenkt, das muss jedem klar sein. Und es gibt ja dann auch Leute, die dann, keine Ahnung, 50, 60.000 Euro eben in diese Plattform investiert haben, wo ich dann denke, boah, wenn ihr nachts gut schlafen könnt, läuft bei euch. Ich könnte das nicht. Und das ist einer der Gründe, warum ich bis heute dort noch nicht investiert habe, weil ich mir sage, okay, diese 12 bis 14%, wie viel es auch immer sein mögen, die müssen ja irgendwo herkommen. Und die Frage ist, wie lange so ein Konstrukt eben auch gut gehen kann, solange alle Investoren oder es immer wieder neue Investoren gibt, die dort Geld reinschießen, sehe ich das Problem nicht.
weil dann, selbst wenn wirklich massive Zahlungsausfälle drohen und es aber immer weiterhin Geld reingeschoben wird, dann kannst du auch diese Buyback-Garantien weitergeben, weil die dann natürlich von den neuen Investoren die Kohle kriegen, dann die Buyback-Garantie ausschütten können, wenn der Kredit eben nicht zurückgezahlt werden kann. Insgesamt ist das, wie gesagt, für mich immer noch zu heiß, war es auch die ganze Zeit schon. Ich habe oft mit mir gehadert und überlegt, machst das nicht. Gibt ja dieses Fear of Missing Out so ein bisschen, so jeder macht das. Und für die YouTuber beteiligen sich ja auch daran und geben da ihr Geld rein. Und dann denke ich mir immer so, ja, schon cool. Und es ist wirklich auch cool, dass es dann irgendwie täglich oder wöchentlich, wie auch immer, dann Zinsen gibt und man das dann so steigen sieht. Und die haben ja auch ganz nette Grafiken etc. Ja, alles gut und in Ordnung. Und ich habe mich, also für mich persönlich eben entschieden, ich will nicht bei dieser Party dabei sein. Man muss auch nicht immer bei jeder Party mit dabei sein, sondern ich konzentriere mich eben auf das, was ich so ein bisschen zumindest meine zu verstehen und wo ich mich eben mit wohlfühle. Und ja, getreu dem Motto so ein bisschen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Was nicht heißt, dass man alles, was Neues irgendwie verteufelt. Es gibt auch ein, zwei wirklich interessante Sachen, gerade im Immobilienbereich. Ich glaube, Bergfürst heißt die Firma, die dann auch direkt nach der Bank eine Grundsicherung, also eine Eintragung im Grundbuch an zweiter Stelle irgendwie anbietet. Was ich dann wiederum ganz interessant finde und mir das vielleicht auch zukünftig mal anschauen werde. Da geht es aber dann eben auch wiederum um Sachwerte und da ist dann auch wieder ein ganz anderes Investitionsvolumen dran. Da hängt dann auch wiederum eine Bank mit drinne, die natürlich auch will, oder eine europäische Bank mit drinne, eine deutsche Bank mit drinne, wobei Banken ist ja nochmal ein anderes Thema, aber egal, die dann schon auch will, dass dieses Projekt zustande kommt und dass sie ihre Kohle wiedersehen und die geben ja nicht jedem einfach ihr Geld, nur dass es geldlos geworden sind. Naja. Habe mich, wie gesagt, noch nicht im Detail damit beschäftigt. Sobald ich es getan habe, werde ich euch selbstverständlich davon wissen lassen. Wie handhabt ihr das mit den P2P-Krediten? Investiert ihr dort weiter? Habt ihr dort Geld? Zieht ihr euer Geld derzeit ab? Oder habt ihr da noch überhaupt nicht investiert und wollt ihr zukünftig investieren? Würde mich natürlich sehr über eine, konstruktive Kritik und konstruktive Diskussion eben unter dem Video freuen. Ich denke, viele Leute haben da eine unterschiedliche Meinung zu. Kann ja auch jeder haben. Am Ende, sage ich mir immer, man muss sich am Ende des Tages tatsächlich wohl mit seinem Investment fühlen. In dem Fall würde ich es nicht tun. Deswegen lasse ich's. Punkt. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, euer Sven.